Hallo zusammen. Hi. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Nicht ganz aus der Werkstatt. Nee. Ihr könnt euch doch erinnern, wir hatten den Herrn Giesecke hier. Der Herr Giesecke war vom Europaparlament in Brüssel und wir hatten uns sehr interessant über die E-Fuels unterhalten. Und jetzt sind wir an dem Punkt in Brüssel, dass die Unterhändler, so heißt das, Kommission, Parlament, Rat, vor 14 Tagen beschlossen haben, dass wir dieses Verbrennerverbot exekutieren. Alles, was mit Verbrennungsmotoren zusammenhängt, wird dann ab 2035 nicht mehr zugelassen. Und das ist ein Punkt, mit dem ich große Probleme habe. Ich möchte eher, dass Dinge ermöglicht werden, dass Optionen geprüft werden und dass es einen Wettbewerb gibt. Wir reden E-Fuels 2035. Wir haben hier unseren Golf stehen, den wir seit über einem halben Jahr, sag ich mal, CO2-neutral mit E-Fuels betreiben. Ich bin bereit, da zu kämpfen, aber vielleicht müssen Sie mal mitkommen nach Brüssel. Von daher herzliche Einladung, mal ein bisschen Interessenvertretung in Brüssel zu machen. Wir sind hingefahren. Ich freue mich, heute hier im Europäischen Parlament in Brüssel die Autodoktoren begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Holger Paasch und Hans-Jürgen Faul heute hier sind, mit uns zu sprechen über E-Fuels in der Praxis. War mega interessant, es war total beeindruckend. Wir haben da über das Thema E-Fuels gesprochen. Also schaut es euch an, Hammer! So, jetzt sind wir hier angekommen, wie man sieht im Hintergrund, Europäisches Parlament. Sieht schon gewaltig aus, der ganze Klotz da hinten. Ziemlich beeindruckend, weil das sieht man ja normal nur im Fernsehen. Hier unten drunter ist wohl noch ein Bahnhof. Also schon der Hammer. Ein Riesengebäude da hinten, geht es irgendwie noch weiter. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Wir warten jetzt auf den Herrn Giesecke, der kommt jetzt gleich. Da bin mal sehr gespannt, was der uns zu sagen hat, wie es da weitergeht in Europa. Ja. Oder besser im Europäischen Parlament. Aber schon guck mal. Hallo Giesecke. Super. Herzlich willkommen in Brüssel. Danke, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hätte ja gedacht, dass das Europäische Parlament irgendwie freier steht. Ja, irgendwie so wie das Weiße Haus oder so. Ja, das haben wir nicht. Also Weißes Haus können wir nicht liefern, aber es ist so ein bisschen alles enger und Bürotrakt nebeneinander. Aber ich kann sagen, auch wenn das so gedrängt wirkt, das ist eine effiziente Maschine. Super. Ja, dann ist unsere Frage ja, wie effizient ist sie? Also wir waren ja, in Deutschland geht es ja ab mit Verbrennerverbot. Ja, nein, hin und her. Jetzt ist doch E-Fuels, dürfen wir oder nicht? Und wie sieht es auf europäischer Ebene aus? Da weiß ja gar keiner mehr richtig, was nur Sache ist. Ja, und selbst, wie geht's weiter? Selbst die Experten wissen nicht richtig, was sie antworten sollen. Die Diskussionen, das haben wir verfolgt in Deutschland, waren sehr kontrovers und dann Verbrennerverbot, Verbrennerverbot nicht. Am Ende gab es in Deutschland ein Veto der Bundesregierung und dann hat Deutschland sozusagen stand auf der Bremse. Es ist aber jetzt so, dass in der Woche darauf Deutschland dem Kompromiss hier in Brüssel zugestimmt hat, also auch dem 100% Reduktionsziel, 0 Gramm ab 2035. Und das ist faktisch gesetzlich ein Verbrennerverbot. Aber es gibt auch noch das Versprechen von Herrn Timmermans an Herrn Wissing, dass die Kommission etwas liefern will in Sachen E-Fuels. Mhm. Das ist also ein bisschen technisch. Verbrennerverbot ist klar. Das Verbrennerverbot ist bestätigt und das bedeutet auch, dass 0 Gramm Emissionen, das heißt die E-Fuels sind nach der Gesetzeslage noch nicht zugelassen, sondern es muss noch einen Anrechnungsmechanismus geben, der liegt noch nicht vor. Darauf warten wir. Und wir warten inzwischen so intensiv, dass auch der Verkehrsminister in Deutschland etwas nervös wird und schon einen Brief geschrieben hat an Herrn Timmermans. Wann kommt denn endlich dieses Anrechnungsmodell? Das haben wir noch nicht. Dafür sind wir hier. Ja, ich habe ja gedacht, das wäre schon richtig so in Stein. In trockenen Tüchern. Nein, ja, das kann man ehrlich nicht sagen. Das muss man offen sagen. So ist es nicht. Hm. So ist es in der Diskussion rübergekommen. Ja, aber so kommt es in Deutschland auch rüber. In Deutschland ganz klar, ja, klasse, E-Fuels kommen. Und die werden es auch sehr wahrscheinlich kommen. Und deshalb sind solche wichtigen Sendungen wie Autodoktoren, da kann man aufklären. Deshalb bin ich froh, dass Sie heute hier sind, weil dieses Parlament braucht auch Praxis, braucht Stimmen aus der Werkstatt, ja? Ja, aus der Basis. Aus der Basis. Direkt aus Köln, direkt ins Parlament. Ja. Auf geht's. Gucken wir uns die Werkstatt mal an. Wir sehen uns dann gleich noch in dem Ausschuss. Ausschuss bei der Diskussion auch noch. Okay, super. Wunderbar. Freue ich mich. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Bis nachher. Jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, genau.
Also ein bisschen duster hier. Das war schon ziemlich spannend, ne? Und im Parlamentssaal. Unglaublich, vor allem dieser Saal, ne? Und dass wir überhaupt hier sein dürfen. Das ist super. Also, wir haben jetzt noch einige Termine mit verschiedenen Abgeordneten zum Thema E-Fuels. Da können wir nochmal nachfragen. Können wir ein bisschen diskutieren. Und. So, und hier ist unser Saal, genau. Hier müssen wir rein. Schauen wir, kommt einfach mit rein. Mein Name ist ja Christoph Oetjen, ich bin Abgeordneter für die FDP im Europäischen Parlament seit 2019. Davor war ich im Niedersächsischen Landtag. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und kämpfe hier in Brüssel dafür, dass E-Fuels zugelassen werden, damit der Verbrenner auch in Zukunft rein mit E-Fuels klimaneutral laufen kann. Wie sieht die politische Lage aus in Sachen E-Fuels hier in Brüssel? Wir kämpfen halt als FDP dafür, dass wir diese E-Fuels endlich umgesetzt kriegen, ja? Dass die Regulierung da ist, dass auch in der Zukunft Autos mit Verbrenner nur mit E-Fuels, die nur mit E-Fuels fahren, voll unser Ding. Ja, zugelassen werden können. Ja, genau darum geht's. Ja. Was ich nicht verstehe, so als Normalbürger, ich verstehe nicht, dass okay, das wird jetzt durchgesetzt, es wird gesagt, okay, wir machen, es wird versprochen und. Wer hat Interesse daran, dass es nicht geschieht? Ich meine, wenn ich dem Hans-Jürgen was verspreche, halte ich das ein. Ja. Es sei denn, es verändert sich irgendwas. Ja. Wo ist das Thema da? Also die Europäische Kommission hatte eigentlich die Idee, dass wir den Verbrenner abschaffen. Ja? Das ist klar. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht mit. Ja. Und jetzt versuchen sie sozusagen die Vereinbarung, die getroffen wurde, sozusagen zu verzögern, diese E-Fuels umzusetzen. Denn da muss in einer anderen Regulierung, in einem anderen Gesetz, muss eine Regelung geschaffen werden, dass man trotzdem noch Autos, die nur mit E-Fuels fahren, zugelassen werden. Weil wir wollen den fossilen Verbrenner, den wollen wir ja nicht mehr. Es gibt ja Alternativen. Ne? Aber es gibt Alternativen und die muss man halt möglich machen. Genau, und damit sind wir CO2-neutral. Aber was für ein Interesse hat denn die europäische... Wer steht denn da, der das nicht will? Also das ist ja die große Frage. Ja, das ist Ursula von der Leyen als Präsidentin und der Timmermans als Vizepräsident, der dafür zuständig ist. Und die müssen halt den Vorschlag machen. Wir sind halt hier im Europäischen Parlament, anders als im Bundestag oder in dem Landtag, können wir nicht ein eigenes Gesetz vorschlagen. Das können wir als Abgeordnete nicht. Wir können nur die Gesetze beraten, die von der Kommission vorgeschlagen werden. Okay, und jetzt hat die Frau von der Leyen und Herr Timmermans, sie haben einfach zu viel zu tun oder was? Ich glaube, dass da eine Taktik dahinter steht, ja? Dass sie es eigentlich vielleicht gar nicht wollen. Rausziehen, bis zum Schluss nicht passiert. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es gibt aber Fahrzeughersteller, die konstruieren gerade neue Motoren. Ja. Verbrennungsmotoren. Genau. Und das machen die dann nicht, wenn sie nicht wissen, dass das geht da weiter mit den Dingern. Genau darum geht es. Wenn die Kommission denkt, wenn sie es möglichst lange hinauszögert, dann sind die Automobilhersteller nicht mehr daran interessiert, solche Autos überhaupt zu bauen. Mhm. Und die machen ihre Modellpaletten komplett auf Elektro, sodass man dann zwar theoretisch ein Auto zulassen könnte, aber wenn es keiner baut und keiner verkauft, dann gibt es halt keine. Ja, aber das ist doch ein kurzes Denken. Es geht doch darum, dass wir das CO2, dass wir relativ schnell die E-Fuels beimischen und dadurch in diese ganze Flotte, die wir schon haben, also diese 98% der Fahrzeuge, dass die doch schon CO2-neutral fahren. Ja. Dann lass doch mal. Und damit könnten wir heute anfangen. Ja, jetzt sofort. Wir müssen die Dinger bauen. In 4-5 Jahren haben wir so viel E-Fuels, dass wir dazu mischen können und dann schon das CO2 rausnehmen. Darum geht es. Den großen Mehrwert, also das wirkliche Senken von CO2-Ausstoß, das schaffen wir über Beimischung. Ja? Dass in der gesamten Bestandsflotte die E-Fuels reinmischen in den normalen Kraftstoff. Genau, es hat diese zwei Punkte. Einmal hat es dieses Beimischen und dann hat es das, dass wir vielleicht 2035 auch wirklich noch Verbrenner kaufen können, die CO2-neutral fahren, dass das nochmal klar ist. Ne? Ja. Wir fahren ja schon die ganze Zeit mit den E-Fuels durch die Gegend. Ihr macht das, ne? Genau, als pur. Und der Motor kommt damit gut klar. Ja, mega. Wir haben ja sogar die Vermutung, dass er weniger Rußpartikel zumindest baut und weniger. Da sind wir noch dran. Wir bauen nochmal so das AGR-Ventil aus dem Auto aus und schauen uns das nochmal an. Technisch gesehen haben wir die Vermutung, das sagt keiner laut, aber wir glauben, dass das so ist. Aber das Zeug funktioniert, das ist ein mega Auto, volle Leistung, ist alles gut, springt gut an, läuft, merkt keine Sau. Technisch ist das alles möglich. Es liegt nur an der Frage vom Willen. Ja? Und ich will, dass man in der Zukunft auch noch den Verbrenner nutzen kann. Und wir wollen das auch. Wir wollen das auch, aber vielleicht ist auch das Verständnis da nicht richtig da. Also vielleicht, wenn du die Frau von der Leyen siehst, dann kann man, wenn man dir das so erklärt, ich meine, dann muss es doch klar sein. Na, es gibt hier halt Leute, die sagen, wir wollen alles auf Elektro haben, weil die nur gucken, was kommt eigentlich am Auspuff raus. Ja, und auch bei E-Fuels kommen natürlich Schadstoffe am Ausstoß raus, also kommt CO2 am Ausstoß raus, das aber vorher der Atmosphäre entnommen wurde. Genau. Also ist es im Prinzip CO2-neutral, aber in der Summe. Genau. Aber natürlich, wenn du schnüffelst, dann kommt da trotzdem CO2 raus. Und das wollen einige nicht. Aber das müssen wir Birnen mit Birnen vergleichen. Ganz genau. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen, die wir mitgebracht haben, die würden wir gerne noch stellen. Ja, gerne.
Erstmal ein großes Lob an euch. Wir haben ja gesagt, ihr möchtet uns Fragen stellen, die wir dann hier in Brüssel weitergeben. Die erste Frage ist, ist es denn überhaupt möglich, mit der derzeitigen Infrastruktur einen sicheren Bedarf des Produktes zu gewährleisten? Also es geht ja um die E-Fuels, ne? Gab damals schon bei E10 öfters Mangelware, also öfters mal Probleme, dass das Zeug nicht genug da war. Ja. Also natürlich gibt es heute noch nicht so viel Produktion, aber wir gehen ja auf diesen Dekarbonisierungspfad und brauchen die E-Fuels sowieso auch für den Flugverkehr und den Schiffsverkehr. Mhm. Und deswegen wird es die Produktion auf jeden Fall geben und die wird auch steigen. Und wenn wir jetzt ein Signal geben, politisch, dass wir die E-Fuels wollen, auch für den Verbrenner für die Zukunft, gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, okay, dann investiere ich da in den Bereich und dann kann auch ein Produktionshochlauf relativ schnell entstehen. Und ich glaube, dass langfristig E-Fuels sogar günstiger sein können als heutiger Sprit. Hallo Barbara. Hallo. Hallo. Ja, also ich bin die Barbara Thaler. Ich komme aus Österreich, aus dem wunderschönen Tirol. Ich bin seit 2019 Abgeordnete im Europaparlament und Mitglied der Europäischen Volkspartei. Und natürlich ist für uns alle klar, dass der CO2-Ausstoß massiv nach unten muss. Und das gilt natürlich auch für die Mobilität. Ich bin allerdings der Meinung, wir sollten nicht alles auf eine Karte setzen. Also nur eine Technologie zu erlauben, ich glaube, das ist nicht gut als Gesetzgeber. Insofern finde ich es fantastisch, dass E-Fuels als Möglichkeit weiterhin am Tisch sind und dass wir uns aussuchen können, wie wir unsere Autos antreiben möchten. Was wünschst du dir und was muss jetzt konkret auf europäischer Ebene passieren? Also ich wünsche mir echte Technologieneutralität in den europäischen Gesetzen. Und das heißt, dass wenn der Vorschlag der Kommission im Herbst kommt, wie genau diese eigene E-Fuel-Kategorie aussehen soll, dass wir dann weggehen von dieser ideologischen Betrachtung, dass ein E-Auto automatisch sauber und schön und gut ist. Das kann ja auch so sein, kommt darauf an, welchen Strom ich tanke. Aber ich will ehrliche Vergleiche. Und das muss sich auch in den Gesetzestexten widerspiegeln, nicht nur in schönen Überschriften. Und dann hat der Konsument, hat die Konsumentin eine Auswahlmöglichkeit. Welches Auto möchte ich kaufen? Welchen Antrieb möchte ich verwenden? Ja. Und ich glaube, das macht uns auch ein bisschen unabhängiger von China. Weil wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, dann sehen wir ganz genau, wo denn der Markt für die Elektroautos steigt. Und wir verbieten ohne Not eine komplette Industriebranche, wo wir weltweit nach wie vor führend sind. Ich finde, das ist eine schlechte Entscheidung und das darf auf keinen Fall passieren. Also für mich ist es so, ich komme dem Europa einfach was näher. Politiker sind auch Menschen, das sind einfach nette Leute, also mit denen könnte man noch länger sprechen. Und was interessant ist, jeder schaut aus seiner Perspektive drauf. Und was wir jetzt hier gerade noch gehört haben, ja, die Abhängigkeit von China, finde ich ein riesengroßes Thema. Das hat mich jetzt gerade noch mal beeindruckt. Das Europa kommt gerade so ein bisschen mehr in mein Herz und ich kann viele verstehen da draußen, die damit wenig am Hut haben. Ich bis vor kurzem auch noch, aber ich weiß, warum die das hier tun. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich heute hier im Europäischen Parlament in Brüssel die Autodoktoren begrüßen zu dürfen. Im letzten Jahr im November war ich als Abgeordneter, hatte die Ehre, in der Werkstatt sein zu dürfen, wir haben Gespräche gehabt über E-Fuels und andere Dinge. Dann ist sozusagen heute das Rückspiel. Wir haben in der Werkstatt gesprochen über EU-Gesetzgebung, über E-Fuels, über viele Dinge. Und heute sind wir hier in Brüssel sozusagen in der europäischen Gesetzeswerkstatt. Ich freue mich sehr, dass Holger Paasch und Hans-Jürgen Faul heute hier sind, mit uns zu sprechen über E-Fuels in der Praxis. Wir haben auch Matthias Plötzke, den Geschäftsführer von Unity Europa hier. Und ich begrüße besonders herzlich Dr. Kurt-Christian Schiel, den Hauptgeschäftsführer des ZDK, der auch sich freundlicherweise bereit erklärt hat, heute hier diese Diskussion zu moderieren. Es ist immer falsch, nur auf ein Pferd zu setzen. Ich glaube, wir können sagen, jedenfalls kann ich das für unser Gewerbe sagen, niemand ist gegen Elektromobilität, ganz im Gegenteil. Aber
Wir glauben, dass es sinnvoll ist, auch auf Verbrennungsmotoren zu setzen, auch auf andere Technologien zu setzen, die mit E-Fuels klimaneutral genutzt werden können, gefahren werden können. Und mein Kollege Uli Köster und ich sind hier mit unserem E-Fuels Golf, E-Fuels for Future, mit wie viel, Uli? 5,4 Liter sind wir gestern von Bonnier hergefahren und wir werden nachher mit hoffentlich auch 5,4 Liter E-Fuels, reinen E-Fuels, wieder von Brüssel nach Hause zurückfahren. Das macht Spaß und deswegen freue ich mich besonders, dass Hans-Jürgen Faul und Holger Paasch hier sind, um uns zu berichten, wie ihre Erfahrungen sind und was sie in den Gesprächen mit Jens Giesecke und mit den Abgeordneten Oetjen und Frau Thaler schon mitgenommen haben. Und deswegen würde ich vorschlagen, steigen wir in die Diskussion so kurz ein, dass ihr kurz berichtet, was eure ersten Eindrücke hier sind, dass ihr kurz berichtet, warum E-Fuels aus eurer Sicht Teil der Lösung sind und nicht Teil des Problems. Also wir merken, dass das Thema E-Fuels auf jeden Fall in Deutschland zumindest immer stärker wird. Das kommt immer weiter nach oben. Thema des Beimischens. Wenn wir jetzt produzieren, können wir ja schon die komplette Flotte, wenn es dann hier schnell funktioniert in Europa, also da muss es ja eben auch mal Entscheidungen geben, dass wir eben in das Beimischen des Produkts, das Auto funktioniert wunderbar. Also es ist kein Problem, das beizumischen. Man kann das ja in verschiedenen Versionen auch herstellen. Es kann designt werden. Es ist vielleicht sogar noch leichter und einfacher zu designen, aber da weiß Unity natürlich viel mehr drüber, als wenn man jetzt irgendwo Erdöl aus Saudi-Arabien oder sonst wo kauft. Es hat ja immer eine andere Qualität oder auch was aus der Ostsee nehmen. So, und ich glaube, dass wir mit diesem Kraftstoff, wenn es dann endlich in Gang kommt, wirklich eine große Chance haben, viel schneller die CO2-Bilanz zu verändern. Genau. Und ich stelle auch fest, dass der Verkehrsminister in Deutschland offensichtlich auch des Wartens überdrüssig ist. Er schreibt inzwischen schon munter Briefe und fragt: Lieber Herr Vizepräsident Timmermans, wann kommt denn endlich dieser Vorschlag? Also er wird auch ein bisschen nervös, das kann man wohl feststellen. Und still ruht der See. Die Gesetzgebungsmaschinerie stoppt sonst nicht. Wir kriegen jeden Tag neue Vorschläge. Aber in dieser konkreten Frage, wo wir alle so warten, da passiert gerade nichts. Und deshalb ist es wichtig auch, dass Sie heute hier sind. Ich finde, so eine einfache Botschaft wie zum Beispiel E-Fuels funktionieren in der Praxis. Also Sie haben den Praxistest bewiesen. Zeigt doch mal, dass Politik nicht zwangsläufig auf eine Idee kommen muss, etwas zu verbieten. Wenn etwas funktioniert, muss man es nicht verbieten. Und ich hoffe sehr, dass durch jetzt mehr Öffentlichkeit, und da helfen Sie ja auch als Autodoktoren ein bisschen mit, da kann man als Politiker noch viel lernen, was Reichweite angeht, kriegen wir mehr Öffentlichkeit und diskutieren die Frage und sagen, ja, es gibt ein Versprechen von der Kommission, jetzt soll die Kommission gefälligst liefern, dann können wir das, was wir nämlich wollen politisch, diese Technologieneutralität, die können wir dann umsetzen. Und das ist etwas, für das kämpfe ich seit über 3 Jahren und ich werde auch nicht müde. Vielen Dank dafür, aber jetzt Matthias Plötzke. Wie schnell erreichen wir unsere Klimaziele, wenn wir nur auf Batteriemobilität setzen? Und auch das ist mittlerweile in einigen wissenschaftlichen Analysen ja tatsächlich belegt. FVV-Studie denke ich da beispielsweise dran. Sagen, wenn wir auf die gesamte Infrastruktur aufbauen, Batterie warten, dann wird das schlicht nicht schaffbar sein. Also wir brauchen beide Wege und das ist im Grunde die Prämisse, die auch Herr Giesecke und die IVP und auch die Teil der deutschen liberalen Kollegen ja intensiv und massiv verfolgen, zu sagen, lasst das einfach die Rahmenbedingungen setzen, CO2-Ziele setzen und den Rest der Wirtschaft überlassen. Was sagen denn eure Follower zum Thema E-Fuels? Was hört ihr so aus der Community? Aber wenn wir wirklich mal breit drauf schauen, ist es so, dass viele darüber wirklich begeistert sind, dass wir das machen, weil die auch was verstanden haben. Und die anderen gibt es eben auch. Und diese Technologieoffenheit ist ja eben das Wichtige. Wir können auch elektrisch fahren, wir können mit Wasserstoff fahren, wir können mit E-Fuels fahren. Das ist ja der große Punkt. Und das verstehen, glaube ich, mittlerweile auch einige. Aber jetzt will ich noch mal Sie fragen, Herr Giesecke. Es wird ja immer wieder behauptet, die E-Fuels seien erstens viel zu teuer, Stichwort soziale Frage, zweitens viel zu ineffizient. Die erneuerbaren Energien werden nicht effizient genug genutzt wegen der hohen Umwandlungsverluste. Was antworten Sie denen? Also ich sage, dass Politik erstmal den Rahmen setzen muss für diese Technologieoffenheit und ich am Ende nicht in die Glaskugel schauen kann und nicht weiß, zu welchen Gestehungskosten diese E-Fuels im Jahr 2030 produziert werden. Dieses apodiktische, das ist zu ineffizient und zu teuer,
Das stimmt insofern nicht, als wenn ich auf die Berechnungen der EU-Kommission gucke bei der Frage Effizienz von Elektromobilität, hat die Kommission gesagt bei ihrem Impact Assessment, ja, und der Strompreis ist sowieso immer günstig, der ist bei 4 bis 6 Cent. Und 2 Jahre später haben wir eine Ukraine-Krise. Wir haben inzwischen an deutschen Autobahnen zahlt man für erneuerbaren Strom an der Tankstelle irgendwie 77 Cent, also mehr als das Zehnfache. Insofern ist nicht meine Frage, zu welchem Preis ich was bekomme, sondern der gesetzliche Rahmen muss so sein, dass alles möglich ist. Wir haben hier heute den technischen Nachweis gehört, die E-Fuels funktionieren in der Praxis. Und ich als Politiker entscheide nicht darüber, in einem regulatorischen System, wie hoch der Preis für E-Fuels im Jahr 2030 ist. Aber wir müssen den Rahmen setzen. Ich entscheide mich bei uns mit meiner Werkstatt, dass wir uns breiter aufstellen, wie das alle tun müssen. Und dann werden wir sehen, dass die nächsten Generationen der Autodoktoren auch dass es weitergeht. Und wir entscheiden für unsere eigenen Fahrzeuge genau das. Das, was ich damit fahre, ich fahre einen Verbrenner und das, was er damit fährt, fährt halt Elektro, das und, passt ja. Und wenn wir nach Brüssel fahren, fahren wir eben im Verbrenner, weil wir keine Zeit haben zum Tanken. Meine Güte, Input. Also so viel Information an einem Tag, das muss man erstmal sacken lassen. Also ich habe einiges verstanden. Warum Europa da ist, was die hier machen. Ich habe das mit der Kommission verstanden, ich habe das mit dem Europaparlament verstanden, ich habe Brüssel, ich habe Straßburg verstanden. Also da fehlte mir einiges. Was die hier in den Ausschüssen machen, die setzen sich wirklich für uns ein. Ob das alles immer so groß sein muss, weiß ich nicht, aber... Es ist noch nicht fertig. Genau, jetzt lassen wir erstmal sacken und dann mit den E-Fuels schauen wir mal, wie es weiter ist. Wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden und jetzt fahren wir erstmal zurück nach Kölle. Bei der Kölle, liebe Bierchen, ne? Ja, lecker Kölsch. Feierabend. Ja. Wow. Das war echt interessant und das wird uns wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben. Ja, vor allem total beeindruckend, dass wir beide und dann im Blaumann und dann im Europaparlament. Also, das ist schon eine andere Welt. Gut, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.